Ich hoffe, Sie hatten eine kurze Erholungspause. Und ja, wir haben jetzt schon viele Themen abgearbeitet. Die Fragen sind wirklich enorm. Es ist super, dass Sie alle so viel Interesse auch zeigen. Wir werden versuchen, die Fragen sind zum Teil beantwortet worden, aber die restlichen Fragen dann auch noch zu beantworten und gegebenenfalls die Antworten dann auch auf die BVGT-Homepage einzustellen, sodass Sie sie auch nachlesen können. Wir können ja aufgrund der Vielzahl der Fragen natürlich nicht alle beantworten, auch wenn das dem einen oder anderen jetzt nicht so gefallen hat. Aber ich glaube, die wichtigen Facts sind beantwortet worden und auch gesagt worden. Ja, wir haben jetzt viel gehört, was man im Vorhinein tun kann. Wir haben gehört, was man tun kann, damit uns unsere Gäste gut hören, auf die ein oder andere Art. Und ja, jetzt ist die Frage nach so langer Zeit des Nichtführens, nicht nur, was zeige ich meinen Gästen, sondern vor allem, wie sage ich es ihnen? Und dazu darf ich nun meine ja, letzte Referentin begrüßen, die Frau Eremenko Wagener, die jetzt zugeschaltet wird. Genau, hallo, Frau Eremenko Wagener, schön, dass Sie bei uns sind. Ich freue mich, da zu sein. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es Genau, ist ja, sehr Frau groß, was ich alles Eremenko hier höre. Wagener, Sie sind ja vom Frankfurter Stadt- und Gästeführerverein, genau, und Sie gehören der Gästeführergilde sozusagen an, wenn ich das so sagen darf. Und ja, wir wollen jetzt quasi in diesem Seminar ja tatsächlich den Fokus haben wir da auf die Praxis gelegt, ob das jetzt mit den praktischen rechtlichen Dingen ist oder den Führungsanlagen, den Social Media Tipps. Und bei Ihnen geht es jetzt darum, wie erzähle ich es meinem Gast? Wie bringe ich es dazu, dass Sie mir die Gäste zuhören? Und deshalb freue ich mich jetzt auf Ihre Präsentation und bin sozusagen gespannt auf Ihre Story. Bitte schön. Vielen, vielen Dank, Frau Edra. Also dann, ich stelle mich noch ganz kurz vor, weil meinem Akzent können Sie gleich entnehmen, dass ich keine gebürtige Deutsche bin. Ich komme aus der Ukraine. Aber diesen Fehler habe ich vor 30 Jahren ungefähr behoben und bin jetzt in Deutschland fast 30 Jahre. Seit 2006 in Frankfurt unterwegs und ich mache Reiseleitung für Spanien. Das war mein Erststudium, spanische Sprache und für die baltischen Republiken. Und ich erzähle, wie ich dazu kam, Storytelling. Damals wusste ich noch nicht, dass es Storytelling gibt, Storytelling zu meinem Thema zu machen. Mit 16 Jahren habe ich mich schon entschieden, Reiseleiterin zu werden. Und mit 19 war es soweit. Ich stand tatsächlich vor einer Gruppe und ich wollte nur das eine, ich wollte sterben. Aber ich war da, ich war am Leben. Es gab nur eine Flucht und zwar nach vorne. Und ich fing an, meine Führung habe ich nicht nur akribisch vorbereitet, sondern es war in einer Fremdsprache, es war auf Bulgarisch und ich habe sie auswendig gelernt. Und je länger ich sprach, umso schlechter wurde meine Stimmung. Die Teilnehmer wurden gelangweilt und die Gruppe schrumpfte. Und an dem Tag verstand ich, dass egal welche Inhalte du hast, wichtig ist die Form, wie du das vortext. Und seit diesem Moment arbeite ich am Storytelling. Ich freue mich, dass ich euch auch eine kleine Präsentation vorstellen kann. Und da gehen wir ins Detail, warum es funktioniert, wie es funktioniert. Erstmal, was bringt uns Storytelling? Und Storytelling ist leider sehr eng mit Marketing verbunden, aber das, was die Marketingleute machen, sie nutzen sehr, sehr schnell die Erkenntnisse von der Verhandlungspsychologie beziehungsweise auch von der Psychologie und Wissenschaft und sie nutzen das erfolgreich. Und was sie können, können wir auch. Die Geschichte vom Storytelling oder Storytelling nutzen ist, dass wir Worte in Bilder übersetzen sollen. Und dann produzieren wir durch die Bilder Geschichten und Geschichten landen in Emotionen. Und Emotionen sind nicht nur für das Handeln, verantwortlich, sondern sie aktivieren bei uns im Gehirn Synapsen und die ganzen Inhalte, die als Geschichten konzipiert sind, sie landen im Langzeitgedächtnis. Und da wir auch Wissensvermittler sind, denke ich mal, es ist auch schon sehr, sehr guter Faktor. 22 Mal länger bleiben solche Erzählungen, solche Geschichten im Gedächtnis. Und das ist schon eine Hausnummer. Warum das so ist, das
erklärt unser Gehirn. Wir sind so konzipiert. Was uns interessiert beim Storytelling, ist es dieser Teil von unserem Gehirn. Das ist der älteste Teil. Der ist für Emotionen, Geschichten und alles, was damit verbunden ist, auch Bilder zuständig. Das haben wir gemeinsam mit den Reptilien. Keine schöne Vorstellung, aber so ist es. Und die ganzen weiteren Areale hier im vorderen und oberen Bereich, sie sind bei dem Homo sapiens entstanden. Und dort verarbeitet man Zahlen, Daten, Fakten. Sebastian hat schon auch gesagt, Zahlen, Daten, Fakten, es ist nicht unbedingt das, was uns als Gästeführer ausmacht. Dafür gibt es unzählige Wikipedia-Beiträge. Das kann man alles nachlesen. Aber für die Geschichten, dafür sind wir zuständig. Es ist so, wie vor 70.000 Jahren, soll man sich vorstellen, man saß am Lagerfeuer und die Älteren, gerade die 25-Jährigen, haben erzählt, wie sie Mammuts erlegt haben und die Jüngeren haben das gelernt. Sie haben das in Bilder übersetzt und am nächsten Tag, so Gott es wollte, haben sie auch geschafft, ihre Beute zu kriegen. Damit wir oder das Gehirn nicht an der Reizüberflutung einfach zusammenbricht, hat die Natur auch noch was ganz Feines entwickelt. Und das ist so ein kleines, kleines Organ namens Amygdala. Schöner Name, fantastische Wirkung. Das ist ein Wächter im Gehirn. Das heißt, wenn die Information kommt, geht sie an der Amygdala vorbei oder nicht. Das entscheidet dieses Organ. Ansonsten wären wir einfach zu voll getextet. Und wenn eine Geschichte kommt, das ist das Gute, dann sagt die Amygdala, aha, das kann überlebenswichtig sein. Vielleicht erzählt sie mir, wie ich das nächste Kaninchen erschlagen kann. Und dann passiert im Körper ein magisches Zusammenspiel. Oxytocin wird freigesetzt. Das ist ein Hormon für Empathie, Emotionen. Das limbische System feiert und jubiliert und wir sind glücklich und zufrieden. Das ist die Chemie vom Storytelling. Deshalb, Storytelling ist für uns auch sehr wichtig. Wir sind Geschichtenerzähler. Was macht eine gute Story aus? Faktor 1, die gute Dramaturgie. Es gab einen amerikanischen Professor der englischen Literatur und er hat sich als Aufgabe genommen, die ganzen Skripten bzw. die ganzen Mythen zusammenzunehmen, zu analysieren und ist dann zu einer Erkenntnis gekommen, dass alle Erfolgsgeschichten gleich aufgebaut sind und zwar nach den 7 Plots, nach den 7 Aufbaumodellen. Ich habe jetzt gerade nur 4 genommen. Die nutze ich persönlich sehr, sehr oft bei meinen Führungen. Und in jeder Stadt, egal wo man sich befindet, gibt es diese Persönlichkeiten oder Ereignisse. Es muss nicht unbedingt nur ein Mensch sein. Man kann oder man darf Storytelling nicht nur auf die Persönlichkeiten einfach schrumpfen, sondern es geht allgemein um die Geschichten. Und dieser vom Tellerwäscher zum Millionär, zum Beispiel gibt es fast in jeder Stadt die Suche. Ah, ein wunderbarer Aufbau. Wenn es um Entdecker geht, wenn es um die Wissenschaft geht oder Ingenieure des 19. Jahrhunderts, Industrialisierung, sie waren alle auf der Suche, aber auch Abenteuer. Spannender Plot. Reise und Rückkehr gibt es auch in jeder Stadt. Da kann man sich auch ein sehr, sehr gutes Päckchen zusammenschnüren und auch da Spannendes was rauskitzeln. Und Wiedergeburt und Comeback, das ist auch ein wiederkehrendes Phänomen. Das Schneewittchen ist das beste Beispiel, aber ich habe noch ein besseres. Und zwar von unserer Stadt. Die Stadt Frankfurt hat auch Comeback jetzt geliefert, und zwar 2018, mit dem Aufbau der jüngsten Altstadt der Welt, der neuen Altstadt von Frankfurt. Im Zweiten Weltkrieg komplett zerstört, in den 70er Jahren aus meiner Sicht verunstaltet und 2018 wie ein Phönix aus der Asche präsentieren wir ein schmuckes Stück moderner und alter Architektur. Und das entwickelte sich zu einem Touristenmagneten, nicht nur, weil es hübsch ausschaut, sondern weil dieses Projekt diese Story hat. Das ist Comeback, das ist was Besonderes. Und wir freuen uns jedes Mal und hoffentlich nach der Corona auch wieder über Besucher, die
durch Medien, das hat Sebastian auch gesagt, durch Social Media zu uns kommen und auch sagen, da möchte ich hin, das möchte ich auch sehen. Ich habe euch heute eine kurze Geschichte mitgebracht, damit ich dann auch konkret werde von allgemeinen von allgemeinen Daten lebt das Storytelling nicht. Und die Geschichte werde ich jetzt in dem System vom Tellerwäscher zum Millionär erzählen. Aufgepasst, wir werden dann auch die Geschichte auseinandernehmen, damit ihr wisst im nächsten Schritt, wie ihr das auch zu Hause mit euren Figuren macht. Vom Tellerwäscher zum Millionär. Der Silvestertag 1954 wäre wahrscheinlich auch ungemerkt vergangen, wenn um 7.14 Uhr eine Bande von 3 Personen schwer bewaffnet in die Bundespost gestürmt ist. Innerhalb von Minuten hatten die 3 jungen Männer fast 1 Million D-Mark erbeutet. Das war das Geld der rechtschaffenden Rentner der Stadt Frankfurt. Das Trio war nicht unbekannt. Sie waren berühmt, berüchtigt und zwar auch bewundert. Ihre Raubüberfälle, das waren über 70 Stück, waren akribisch geplant, präzise durchgeführt und geflüchtet sind sie auch meisterhaft. Sie wären wahrscheinlich auch da nicht gefasst, wenn einer den anderen nicht verpfiffen hätte. 1955 nimmt die Polizei einen gewissen Henry Jäger fest. Henry Jäger, Karl-Heinz Jäger. Aber das war uncool in unserer Stadt Frankfurt zu den Zeiten von der amerikanischen Besatzungszone. Und Frankfurt war ein wahrer Paradies für Luxusgüter. Und wir waren die Finanzmetropole von dem Wirtschaftswunder. Flotte Fräuleins, schnittige amerikanische Jungs in den lärmenden Bars, mit der Jazzmusik genauso wie in der Pause, Alkohol und das Geld wechselte sehr schnell den Besitzer. Henry Jäger hat auch eine Biografie ähnlich wie die anderen in seiner Generation, 27 geboren, 15. Mit 15 wurde er schon in die Wehrmacht eingezogen und mit 18 bereits in der Kriegsgefangenschaft. Kommt nach Frankfurt, möchte mit einem Medizinstudium anfangen, das Geld fehlt. Ach ja, mit kriminellen Machenschaften schnell, aber sehr erfolgreich, geht er in die Geschichte ein. Hilft nichts, 12 Jahre Zuchthaus, Einzelhaft. Und so wäre die Geschichte vielleicht auch in Vergessenheit geraten. In einer dunklen Isolation hätte Henry Jäger auch geblieben. Aber nicht so ein Jägergeist. Er war zwar eingesperrt, aber er wollte der Welt erzählen, wie ungerecht das Wirtschaftswunder kommt und präsentiert, wie die Gesellschaft funktioniert. 1962 schreibt er einen Roman, und zwar Abenteuerliche Geschichte. Er schreibt das auf dem Toilettenpapier mit dem Bleistift. Warum? Weil im Gefängnis der damaligen Zeit musste man eine Schreiberlaubnis bekommen. Die bekommt er für die Gefangenenzeitung. Tagsüber macht er das und nachts schreibt er an dem sozialkritischen Roman. Das Buch erscheint, schlägt wie eine Bombe ein und wird verfilmt, sofort in 17 Sprachen übersetzt. Das Buch ist die Stimme für die Unglücklichen, Zurückgekehrten und auch für die Machtlosen. Der wird begnadigt, kommt nach Frankfurt, beehrt uns für 2 Jahre als Lokalredakteur der Frankfurter Rundschau und dann verschwindet er im Weltdorf Ascona in der Schweiz. Das wäre jetzt der Aufbau vom Tellerwäscher zum Millionär, die Dramaturgie und jetzt kommen wir zu dem nächsten Punkt, was auch entscheidend ist, der Wendepunkt. Hätte ich die Geschichte vom Henry Jäger ohne Wendepunkt, ohne Krise, ohne Quantensprung, ohne Wertewandel erzählt, ich denke nicht, dass das euch gepackt hätte. Interessant ist nicht nur, was passiert, wie passiert. Ich bin jetzt mit Sebastian wieder im Einklang, sondern die Kernfrage, die jeden,
Gast interessiert, warum? Wenn man vom Goethehaus steht und erzählt, dass es der Dichterfürst gewesen ist und Universalgelehrter, das sind Allgemeinplätze, das ist nicht spannend, das wissen wir alle. Aber wenn man so ein Märchen erzählt, deshalb Heldkrise, Happy End, habe ich runtergeschrieben, dann entwickelt man eine Emotion zu dieser Person oder zu diesem Ereignis oder zu diesem Gebäude. Und da wir in der Stadt stehen, haben wir auch genügend visuelles Material, was wir auch mit einbeziehen können. Und Quantensprung und Wertewandel ist immer spannend, egal wie. Wenn man das auch mit guten Techniken kombiniert, und ich habe auch nur 4 beziehungsweise 3 Techniken mitgebracht, die 4. Zahlen, Daten, Fakten, das werde ich noch ein bisschen drauf eingehen. Wir müssen damit arbeiten, wir müssen unseren Gästen auch Zahlen, Daten, Fakten liefern. Die Frage ist, wie? Zoom-Technik, Wirksprache, Zeitgeist, Epoche und Zahlen, Daten, Fakten. Zoom-Technik, ja, das ist jetzt ein bisschen inflationär. Wir zoomen um die Welt. Das ist jetzt mit dem Phänomen verbunden, was wir jetzt gerade tun. Aber Zoom-Technik kommt in diesem Begriff aus der Fotosprache. Das heißt, Makroaufnahme. Wir ziehen das Bild heran und sollen dabei sinnlich, bildhaft und konkret bleiben. Sinnlich bedeutet, je mehr man Sinne anspricht, wie es gerochen hat, wie es geklungen hat, wie es wie Tastsinn funktioniert hat und visuelle bildhaft, je konkreter man ist, umso besser verknüpfen sich die Synapsen und vernetzen sich die Geschichten. Und jetzt erlaube ich mir ein kleines Experiment. Schaut mal diese 2 Worte an, Obst und Blume. Und ich lasse euch ein paar Sekunden Zeit, um mit diesen 2 Wörtern irgendwas zu assoziieren. Größe, Farbe, Geschmack. Ananas und Lilie. Das ist konkret. Und wenn ich Ananas allein lese, läuft mir schon das Wasser im Munde. Und wenn ich Lilie lese, dann spüre ich fast diesen betörenden Duft. Und das ist konkret und das ist sehr, sehr wichtig für Storytelling, dass man keine allgemeinen Plätze nutzt. Allgemeine Plätze, das haben wir in der Schule antrainiert bekommen. Klar, man versuchte wirklich auf die kleinsten Nenner die gesamte Information zusammenschrumpfen zu lassen. Ich höre so oft verkehrsgünstige Lage. Verkehrsgünstige Lage. Was stelle ich als Gast darunter vor? Ja. In Frankfurt verkehrsgünstige Lage gab es zu Anfang nicht. Mainz ja, das haben die Römer auch schon entdeckt. Aber man kann die verkehrsgünstige Lage nicht einfach im Raum stehen lassen. Das muss man erklären. Was war besonders, dass gerade Frankfurt sich entwickelt hat, nicht Offenbach oder jetzt Höchst? Ja. Das bietet sich auf jeden Fall an. Und solche Allgemeinplätze gibt es so oft und so viel. Und die sollte man einfach bewusst ausradieren und auch mit Bildern bestücken. Die Wirksprache, einer meiner Lieblingsinstrumenten, bedeutet, dass man in einer Sprache spricht, in welcher der Gast unmittelbar dabei ist. Dafür gibt es 3 essentielle Punkte. Zeitangabe. Ich weiß, die Jahreszahlen sind mittlerweile in der Vermittlung verschrien. Ich finde, zu Unrecht. Wenn sie wirksam sind und wenn sie nutzen können, sollte man sie unbedingt erwähnen. Man spricht in der Gegenwart und man nutzt die Hauptsätze. Auch wieder ein kleines Beispiel. Man kann die Gründungssage von der Stadt Frankfurt auf mehrere Arten erzählen. Es gibt auch mehrere Erzähltechniken. Man kann episch anfangen, man kann dramisch, man kann dramatisch auch werden, aber in der Wirksprache kurz, knapp, prägnant und auf jeden Fall unmittelbar. Dezember 793 war ein kalter Monat und als Karl der Große am Ufer vom Main angekommen ist, fing an zu schneien. Der Nebel zog auf. Er dreht sich um auf den Fersen Sachsen. Tod oder Gefangenschaft. Die Flucht nach vorne gibt es nicht. Strömungen und kaltes Wasser bedeuten sicheren Tod. Und plötzlich
zieht die Wolke auf und er sieht eine weiße Hirschkuh, folgt ihr, kommt an dem Main an, fällt auf die Knie und schwört, eine Stadt namens Frankenfurt zu gründen. Das ist die Bildsprache oder Wirksprache. Und vor allem, wenn man Wirksprache nutzt, kurz, sehr kurze Sequenzen, weil nach der Wirksprache gibt es immer eine Pause. Und diese Pause soll man aushalten. Schwer, schwer, schwer. Mein Tipp für alle, wenn man diese Pause nicht aushalten kann und vor allem, wenn die Gäste noch in die Augen dir schauen, einfach die Gäste, die Gruppe umschauen, wirklich rund schauen, bis zu 3 zählen und dann in die Lösung gehen. Funktioniert immer. Und wenn die Gäste mit dem Oberkörper so ein bisschen nach vorne geneigt sind, dann habt ihr eure Ziele erreicht. Zeitgeist-Epoche liefern auch unzählige Bilder und Aha-Erlebnisse. Zum Beispiel Düfte, Geschmack, Lifestyle, Klänge, Geräusche, Mode, Stoffe, Klatsch und Tratsch, passt alles rein, ist auch oder kann alles in den Krug gegossen werden, damit ein würziger Wein entsteht. Ich erzähle auch immer wieder von den Schokoladentässchen von der Frau Mutter von Goethe. Sie hat bis zu 6 Tassen am Tag getrunken oder gegessen, ausgelöffelt, aus einer Porzellantasse. Und bei dieser Gelegenheit frage ich meine Teilnehmer, was hat die Porzellantasse oder Porzellanservice so alles gekostet zu den Zeiten von Goethe? Und zwar ein Fachwerkhaus. Das heißt, man konnte schon ein bisschen mit dem Lifestyle auch anfangen. Klatsch und Tratsch kommt immer gut. Es gibt keine Ausnahmen, sei es Intellektuelle, sei es Akademiker, es ist unwichtig. Das ist menschlich und das macht auch Spaß. Auch wieder, ich mache dann bei Frau Goethe, je nachdem, wenn es passt, erzähle ich die Geschichte, dass sie mit 53 Jahren, so in diesem zarten Alter, bereits verwitwet, ein Auge auf einen 30-jährigen Schauspieler geworfen hat. Wie es ausgegangen ist, erzähle ich euch heute nicht. Kommt nach Frankfurt. Ja, und wenn wir an das lehrliche Thema Zahlen, Daten, Fakten drangehen, dann, es gibt mehrere Methoden, aber wir müssen damit arbeiten. Und wenn es möglich ist, ist nicht immer möglich, aber mein Ratschlag ist, bitte stellt die Größen, die bekannt sind, den Neuen gegenüber. Was ich meine, möchte ich an diesem Beispiel erläutern. Das ist das, was uns das Genick brechen kann, wenn wir so erzählen würden. Der Aralsee war 1960 rund 68.000 Quadratkilometer groß. Heute bleibt nur ein Zehntel davon übrig. Erste Frage, kann sich jemand 68.000 Quadratkilometer vorstellen? Oder ist es genauso wie bei dem zweiten Chat mit unserem Gehirn? Meine Amygdala hat gesagt, will ich nicht wissen. Aber wir müssen das irgendwie vermitteln, wenn es wichtig ist. So wäre es auch möglich. Vor 50 Jahren war der Aralsee so groß wie das heutige Bayern. Heute ist er auf die Größe von Oberfranken geschrumpft. Das ist Assoziation. Da gibt es ein Bild. Bei mir auf jeden Fall, ich hoffe bei euch auch. Und wenn Storytelling mit der klaren, einfachen und prägnanten Struktur verbunden wird, Modulation und Körpersprache nutzt, Körpersprache ist so wichtig und Körpersprache ist so nicht nur elementar, sondern Körpersprache ist ein unglaubliches Instrument dafür. Man kann mit den Bewegungen vieles erreichen. Und noch, wenn die Interaktion als Würzung obendrauf kommt, so ein bisschen Pfeffer, dann entscheidet ihr alleine, Gästeführer und Reiseleiter, wie eure Führung ausschaut. So, faktisch, aufgeräumt und etwas kalt oder so, bunt, lieblich, aber ein bisschen zerstreut oder so, gekonnt, geschmackvoll arrangiert. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Ermenko-Wagener. Das sind interessante Dinge, die man erstmal ein bisschen auch sacken lassen muss,
bei der Körpersprache wurde ich jetzt zugeschaltet. Ob das so eine Bedeutung hat, das müsste man jetzt mal eruieren und ins Bilder übersetzen. Aber ich glaube, es ist herausgekommen, dass wir eben sehr viel machen können mit unserer, bei unseren Gästeführungen, um die Leute zu erreichen. Es bedarf natürlich der Übung. Sie bieten ja auch Seminare dazu an. Und da werden die Gästeführer und Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch auf unseren Terminangaben von Ihnen was finden. Also wer Lust darauf bekommen hat, sich da tiefer mit diesem Thema zu beschäftigen, kann sich da gerne bei Ihnen dann melden. Ein herzliches Dankeschön für die Ausführungen und alles Gute für Sie. Bleiben Sie auch gesund und einen guten Anfang, Neustart für Sie auch. Danke.